Okay, dann, Friends, wer so da ist, sagt mal Hi YouTube, damit die sich nicht so alleine fühlen. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, was so ein bisschen die Schreinsuche beinhaltet. Und da ich festgestellt habe, dass alles circa hier in diesem Areal nicht betretbar ist, mache ich einfach hier weiter. Wir machen das hier und dann der ganze Kram hier und bearbeiten es dann hier mal so ein bisschen durch und hoffen, dass ich hier so ein bisschen Fortschritt mache. Und ich glaube, dann geht das hoffentlich relativ fix. Und vielleicht schaffen wir es auch nochmal, dass wir hier vielleicht so ein bisschen Story machen können, weil das fände ich ein bisschen cool eigentlich. Ein bisschen spannend, ein bisschen aufregend, möchte man fast sagen. Daher, los geht's. Gefällt euch das Video, dann abonniert den Kanal und schaut gerne auch die anderen Playlisten durch. Das ist meine Ansage. Der sollte jeder folgen. Das finde ich gut. So. Einmal hoch in die Wolken. Ist hier noch irgendwas Aufregendes oder so? War ich da schon mal? Da war ich scheinbar tatsächlich schon mal. Da ist sogar... Nein, da war ich noch nicht. Ist da nicht so, so eine Battle Arena oder so? Blink, blink. Blink, blink. Ah, das ist tatsächlich eine. Vielleicht können wir den einfach mal mitnehmen. So, wo muss ich hier hin? Wenn ich den Dude jetzt anmache. Das sagt mir leider gar nichts. Okay. Wo will mich das hier hinschießen? Oder? Ach, das doch. Das, okay, das zeigt nach... Ah. Okay, das hatten wir ja sowieso vor... Dann ist es ja okay. Dann können wir einfach dahin gehen. Den Dude erledigen. Dann einfach den Stein mitnehmen und let's go. Aber vorher sollte ich vielleicht ein kleines Mal zu mir nehmen, damit ich einigermaßen was an Herzen habe. Mega gut. Ja, bitte. Ich denke mir immer, das ist so voll schwierig und voll kompliziert und voll furchtbar, aber letzten Endes ist das tatsächlich relativ easy eigentlich. Letzten Endes mache ich mir da mehr Stress, als es wert ist. Habe ich irgendwelche coolen Waffen, die spontan frei sind? Der hier. So, perfekt. Ja, also da passiert ja nichts an Story, so. Der ist halt so lang, weil da einfach die ganzen Schreine abgearbeitet werden. Halt der, der morgen kommt, der ist halt
auch 2 Stunden irgendwas lang, aber da passiert halt nichts Relevantes quasi. Das ist einfach nur Schrein-Grind und dann ist gut. Okay, wir müssen nach dort. Was das zufällig? Man hofft. Hä? Warum kann ich das? Lass mich das noch nehmen. Was ist das Problem? Die lagen noch mehr rum, ne? Genau, die lagen nämlich so ein paar rum, tatsächlich. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen nach oben. Aber ich muss noch ein bisschen darüber. Mal schauen, ob das funktioniert. Das wäre halt übelst witzig. Aber ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Schauen wir mal. Uff. Oh. Habe ich es nicht gesagt, dass ich kein gutes Gefühl bei der Sache habe? Habe ich es nicht fucking gesagt? Oh Mann. Ich dachte, ich hätte ihn festgeklebt. Ich als ob ich da losfliegen würde, ohne zu denken, ach, der sitzt fest. So. Aber ist okay, ist okay, ist okay. Alles ist gut. Wir kriegen das hin. Ich müsste genug Quatsch dabei haben, um den auch so nach da oben zu kriegen. Ich habe extra den ganzen Ficke gegrindet, also wird das besser mal richtig ausgenutzt hier. So, so. Der Dude hier noch mit dazu. Haben wir noch 2 Batterien drauf und los geht's. So. Zeit, dass hier ein bisschen was gebaut wird. Okay. Der kommt nach dort. Der kommt nach... Keine Ahnung, nach hier. Ist schon okay. Passt alles. Du kommst... nach da. Du kommst auf jeden Fall nach da vorne, damit du dein Maul hältst, nicht wieder runterfällst. Dann habe ich noch den Dude hier, der jetzt noch hier so mit drauf kommen müsste. Komm schon! Nicht so. Das ist gerade. Okay. Es hätte so schön laufen können, aber es sollte einfach nicht sein. Und das ist okay. Manchmal läuft's mega doof so. Manchmal läuft's halt voll scheiße und dann musst du halt das Beste aus der Situation machen. Wichtig ist nur, dass wir irgendwie da hochkommen und ich habe das Gefühl, dass das auch ganz dramatisch wird. Obwohl, es könnte klappen. Es könnte klappen. Es könnte ein bisschen knapp werden. Aber
es sieht gut aus. So viel fucking dazu. Warte. Holy shit. Du kommst zurück, Junge. Fuck off, Alter. Stopp. So. Lass mich doch nicht reinlegen hier. Lass mich doch nicht reinlegen. Und alle so, oh no. Und ich so, ach. Ach's. Easy peasy, Alter. Easy peasy Lösung hier. Einfach Zeit zurückdrehen. Lösung für alles. Ist es eigentlich nur mir so ultra warm oder ist es draußen einfach ultra warm? Es sind einfach 25 Grad draußen. Seid ihr wahnsinnig? Ich dachte, es wäre noch Winter, Alter. Und ich wundere mich, warum hier so ultra warm ist, Alter. Holy shit. Geh einfach insane ein hier. Ach. Und dann habe ich auch noch, weißt du, normalerweise trage ich immer Tanktops, weil ich einfach fett bin und meine Freiheit brauche. Ziehe ich ausnahmsweise mein T-Shirt an, sind es 25 Grad. Bei sonst 12 Grad hier und bei mir ist Sommer. Come on einfach, come on. Dinge, die illegal sein sollten. Wärme. Ach, morgen wieder Regen bei uns. Ich schau mal bei uns. Was geht denn hier? Bei uns ist nur bewölkt. Dienstag sind irgendwie 30% Regenchance. Daher ja. Ist schon okay. So, ist hier irgendwo irgendwas Cooles noch, wo ich sagen würde, boah, da muss ich unbedingt hin. Das haben wir ja schon gemacht, ne? Das war ja cool. Ich glaube, sonst gibt es ja nichts Spannendes mehr, ne? Oder vielleicht doch. Lara Sleepwalk, danke für den Sub. Das gefällt mir sogar sehr. Guck mal, die Raketen sind wieder da. Das heißt, ich kann wieder Quatsch machen. Ich hoffe, das funktioniert so. Man ist sich nicht sicher. Ja, Toschka, wie geht's dir? Ist das richtig? Ist richtig. Bin immer noch krank, aber will nicht mehr sterben. Das ist doch schon mal die, der bessere Status, in dem man krank sein kann. Sagt immer noch, aber zumindest ist es nicht mehr mega, mega furchtbar. Okay. Da ist das Ziel. Ich weiß nicht, was da oben ist, aber es ist besser richtig, richtig insane cool so. Sehr gut. Und hier dachte ich hätte sie festgemacht, aber das war anscheinend nicht der Fall. Ein Glück habe ich noch ein paar, glaube ich. Oder? Ich dachte, ich hätte noch Raketen eigentlich, aber anscheinend... Doch hier, 72 einfach. Ich habe richtig gegönnt.
ich muss die jetzt so ein bisschen vorsichtig aufheben hier. Junge, komm schon. Es ist ganz schön dangerous hier, aber das kriegen wir hin. Ich hoffe, das klappt. Wie weit bin ich mittlerweile? Tatsächlich storymäßig nicht viel weiter als sonst. Ich mache halt hauptsächlich nur so Schreinkram und schau, was es in der Welt so gibt. Klang halt so, als ob ich die ganze Zeit immer nur Schweinkram mache, anstatt Schreinkram, aber... Naja. Das Milchschwein, ne? Wir dürfen es nicht vergessen. Es muss immer in unserer Erinnerung bleiben. Okay, so. Weiter geht's nach oben. Okay, und der Kram ist doch jetzt theoretisch dadurch zu bekommen, dass ich mir hier so ein Ding nochmal baue. Steuert sich ein bisschen shit, muss ich sagen. Fuck. Okay, okay. Wir können von da aus starten. Oder kann ich da nochmal zurück? Würde das klappen? Warte, das geht. Da kommen wir hin. Das klappt. Komm schon, Tulin! Gib mir den Boost! Yes, voll gut. Okay. Nächster Versuch. Da oben ist was Geiles, das weiß ich. Das ist es definitiv wert. So, warte, machen wir erstmal 4 und dann bauen wir von da aus weiter. An jede Ecke 1. So. Als ob da oben halt nicht irgendwas krass Insanes sein wird. Und weil ich einfach, weil ich weiß, dass es, oh Gott, nicht, bitte nicht. Weil ich weiß, dass das jetzt nochmal richtig witzig wird, packe ich jetzt nochmal 2 Raketen. Oh, ich will doch einfach nur das hier, so, holy shit, Junge. So schräg. Damit es uns ein bisschen darüber katapultiert. Es muss nicht perfekt sein, aber Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Bewegung rein. So. Siehst du, da ist nämlich irgendwas. Jetzt baue ich mir mein anderes Ding hier zusammen, welches ein bisschen safer ist. Da weiß ich wenigstens, dass ich damit nicht umkippe, wenn ich damit fahre.
Und okay. Und siehst du, hat sich gelohnt. Voll gut. Er ist sogar direkt neben mir, theoretisch. Das ist das Schloss. Okay, ich war gerade so, hä, was ist das denn für ein spannendes Ding? Oh, wir sind über dem Wald der Crocs. Das ist aufregend. Okay, das heißt, theoretisch müsste ich wahrscheinlich besser in das Ding hier rein. Ich denke, dass ich das heute durchspielen werde. Die Chancen stehen reell echt richtig gut. Wenn ich mir so die Parameter anschaue, die noch vor uns liegen, denke ich, dass es durchaus sein kann, dass wir es heute durchspielen. Hier. Erstmal durch die Wolke durch. Ups, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Ich wollte wissen, welcher Drache das ist, weil er unter Umständen möglicherweise relativ gut sein kann. Vor allem, weil ich seine Klauen abschießen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die eigentlich gerade getroffen habe. So. Eil dir mal voraus, mein Freund. So, das Problem, was ich habe, ist, dass ich jetzt nicht weiß, ob sein Item schon droppte oder nicht. Warum ist ja nicht Licht? Eigentlich sollte hier nicht sein. Ah, okay, doch. Ah, okay, doch. Hier war ich vorhin schon mal unten. Bin ein bisschen rumgelaufen. Das Problemchen, was ich hier jetzt natürlich habe, ist... Einmal muss ich nach dort. Das ist nämlich das Problemchen, was ich hier ein bisschen habe. Sehr schön. Okay, wie sieht's waffenmäßig aus? Habe ich... Hier ist es ein Hammerschwert, sehr gut. Okay. Guter Junge, macht da schön sein Mäulchen auf. Und wir haben alle Ocarina of Time gespielt, daher wissen wir, wie das funktioniert.
Ach, verdammt. Du findest im Untergrund einfach 1 Milliarde Bomben. Die sind halt legit überall hier. So findest du halt alles. Du findest Sonanium, du findest diese Sonai-Baukristalle, du findest Items ohne Ende. Im Untergrund findest du so viel Shit einfach. Das ist Wahnsinn. Mr. Dragon ist endlich mal hier unten. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo sein Zehennagel jetzt hingefallen ist, weil ich den eigentlich brauche. Der hängt bestimmt irgendwo an der Wand oder sowas. Finde ich das prinzipiell gruselig? Geht eigentlich. So, wie komme ich am besten darüber? Verdammt, ich dachte, das wäre jetzt voll smart, aber schön, dass das nicht ging. Hab ich noch mehr Hammer? Ich hab noch mehr Hammer. Hammer, was auch immer. Puff. So. Dann habe ich noch irgendeine Waffe frei. Hier, perfekt. Was für eine süße Waffe. Doch, ist richtig. Ey, es gibt eine neue Item-Duplication-Geschichte, wie man das super einfach machen kann. Was halt jetzt noch einfacher funktioniert als das mit dem, Bogen. Das muss ich gleich mal machen, wenn ich hier ein bisschen Licht gemacht habe. Ich möchte doch da hinten, aber. Genau das mit dem Schild, mit dem Schildjump. Schwupp. Ich habe mir jetzt extra halt so ein Makro gemacht für den Kram mit dem Bogen. Aber ich glaube, das wird ja jetzt eh rausgepatcht, ne? Von daher, es geht ja sowieso nicht mehr. Ah, trotzdem. So, warte mal. Wie funktionierte das nochmal? Angenommen, ich habe... Was möchte ich mal duplizieren, weil ich davon gerne mehr hätte? Den Dude hier. So, der muss gedroppt werden. Da muss man den wieder aufsammeln. Und am besten noch irgendwas, was man nur einmal hat. Hier, den Käse. So. In die Hand. Auf den Boden. So. Nee, warte. Und dann... Das war der falsche Knopf. So. Und dann hat man 2 davon. Dann packt man die wieder in die Hand. Droppt sie. Sammelt sie auf. Jetzt habe ich 4. Und ich weiß nicht, warum es geht, aber es ist wundervoll, dass es klappt.
Das ist halt so gut. Das ist voll nice so. I love it. Das einzige Problem ist, wenn du halt von irgendwas, keine Ahnung, 66 Stück hast und du das dann duplizieren möchtest, du musst es halt irgendwie ans Ende kriegen. Das muss auf der letzten Stelle sein. Ansonsten klappt das halt nicht. Das ist halt so ein bisschen ätzend tatsächlich, aber... Wow, holy shit. Okay, man kann das einfach liegen lassen. Cool. Auf jeden Fall, es funktioniert und das ist alles, alles was zählt. Wir müssen nach hier. Das ist beim Dekobaum, oder? Oh, verdammt, das ist ja echt beim Dekobaum. Eigentlich bin ich hier vollkommen falsch. Ich muss, glaube ich, hier rüber... Ja, du kannst halt keine Frösche oder Insekten droppen, die springen weg. Oder fliegen weg, so, das ist ein bisschen doof, aber ey, es funktioniert, das ist voll nice. Ich bin immer dafür da, dass man ein bisschen weniger grinden muss. Dass man sich das bisschen an Zeit dann doch spart. Finde ich immer sehr, sehr gut. Und auch wenn ich gesagt habe, dass wir Schreine machen, ich habe gelogen, wir machen anscheinend doch ganz viel Unterwelt, weil ich mal irgendwie ein bisschen Fortschritt machen möchte hier. Das ist ja nicht mehr schön so. Okay, ist hier, da ist irgendwo das Ding, wo ich eigentlich hin möchte. Das heißt, da vorne. Ey, ich habe gesagt, ich fange ein bisschen früher an, also fange ich ein bisschen früher an. Kann man den Heiliger-Schild auch kopieren? Das geht? Wie denn? Das will ich jetzt ausprobieren. Genauso? Ach so, nicht mit dem Glitch. Okay, halt, dann... Das hätte mich jetzt gewundert. Du kannst das Master-Schwert nicht droppen, deswegen geht das damit nicht. Das hier ist potenziell ziemlich nice. Deswegen nehme ich ihn mit. Das hier ist potenziell ein bisschen nervig, deswegen schauen wir mal. Wee-woo. Da-da-da-da! Voll gut. Speichern, Schild auswählen, das verdoppelt werden soll. Fallen lassen, anderes Schild auswählen, droppen, schnell Menü rein, raus, Spielstand laden, presto. Okay, warte, das können wir ausprobieren. Dann kommt mein Makro vielleicht doch nochmal so ein bisschen zugute hier. Warte mal, wir müssen erstmal, glaube ich, ein Schild freimachen, ne? Ich opfere willentlich den Dude hier. Okay, wir müssen das Spiel speichern. Dann, das soll verdoppelt werden. Das kommt auf den Boden. Anderes Schild auswählen. Das dann auch nochmal ausrüsten oder das einfach nur fallen lassen? Ausrüsten, okay.
Und das dann droppen. Wahrscheinlich schon, oder? Okay. Dann. So. Spielstand laden. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, ausrüsten auf den Boden. Ausrüsten auf den Boden. So, so. Ach nee, warte, das habe ich vergessen zu speichern, ne? Sekunde, Sekunde. Lass mich das schauen, lass mich das anschauen. Okay, warte, das Video beginnt ab einer Minute irgendwas. Okay, er droppt das Schwert, er droppt das Schild, er droppt den Bogen. Dann equippt er neuen Kram. Dann macht er es an und aus. Ah, okay, okay, okay. Ich muss es nach dem An- und Aus droppen. Dann geht das. Okay, warte, wir machen das nochmal. Speichern, speichern. Dann, wir droppen das hier, rüsten das hier aus, an, aus, droppen das hier und dann laden wir das Spiel. No, das geht immer noch nicht. Also entweder es geht nicht, oder es liegt irgendwo anders, was ich aber nicht glaube. Okay, warte. Ich kapiere es nicht. Also das mit dem Menü ist nicht so das Problem tatsächlich, dass das easy hinzukriegen. Das ist ja richtig. Speichern. Speichern. Jetzt habe ich extra den Controller geholt. Jetzt müssen wir das mindestens einmal hinkriegen. Auf den Boden ausrüsten. So, so. Auf den Boden. Laden. So. Aha, na bitte. Wack. Nice. Junge, oh mein Gott. Ich dreh durch. Warte, holy shit, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Okay, jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer auf meinem Abenteuer. Based Bananen finde ich prinzipiell auch schon mal gut. Jetzt muss ich dem dahin folgen, ne? Sekunde, lass mich kurz mal.
Ja, was ist, was geht hier ab? Wenn überhaupt, dann schon mal das hier. Ha, nice. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe gedacht, dass es ein bisschen mehr Schaden macht, aber ist schon okay. Ich habe gestört, bei der schönsten Rüstung zu suchen. Welches ist denn die schönste Rüstung? Ich glaube, das ging ja eh gleich kaputt, also von daher. So, den Bananen können wir gleich noch weiter folgen. Erstmal muss ich hier drin nachschauen, was... Ah, okay, die Bananen führen hier rein. Dann bin ich ja mal gespannt, was mich jetzt hier drin erwartet. Oh nein! Ja. Du bist uns ja prächtig in die Falle gelaufen. Du musst Link sein. Es ist ja wirklich simpel, dich reinzulegen. Man muss nur mit einer Banane wedeln und schon kommst du angedackelt. Ups, wir haben ganz vergessen, uns vorzustellen. Halt dich fest, wir sind die Schergen des unbesiegbaren, mächtigen Koga. Die Truppe, die dir und Prinzessin Zelda das Handwerk legen wird. Die Jägerbande. Und hier ein kleiner Hinweis für dich. Dumm für dich, dass du der Jägerbande auf dem Leim gegangen bist. Wir haben da nämlich was für dich vorbereitet. Unser Überraschungsgast lebt im Untergrund, in der Finsternis der Urwald-Arena. Der schwarze Hinox. Wir wünschen viel Vergnügen. Warte mal. Ich habe doch. Habe ich irgendwas Cooles? Ich habe auf jeden Fall das hier. Ich kann auch bestimmt ihm das Ding hier wegbrennen, oder? Sehr schön soweit. Habe ich noch irgendwas, was Starkes hier? Das hier. Los geht's. Da. Ich hab übrigens, ich bin in eine andere Arena reingelaufen, dann musste ich gegen ganz viele Leuen kämpfen. Das war fun. Ich habe leider den letzten nicht geschafft, aber ich kam gut voran, muss ich sagen. Oh mein Gott! Yes! Hau raus! Voll gut! Endlich kann ich meiner Krogsucht nachgehen und niemand wird mich aufhalten können. Ja! Wo genau ist das? Das ist beim Dekobaum. Da musst du in das Loch hier, glaube ich, und dann musst du dem ganzen Weg folgen und dann kannst du hier hin, dann findest du das da.
By the way, Bomben überall hier unten. Überall. Überall. Ich habe letztens so voll viele gefunden, weil so irgendwie so ein kleines Feld da war. Das war cool. Da habe ich mich gefreut. Okay, jetzt will ich auch wissen, was bei den anderen Kreuzen hier ist. Kann ich darüber fliegen? Habe ich zufällig alles da, was ich dafür brauche? Wo kommen die eigentlich her? By the way, die kannst du baiten. Die kannst du tatsächlich anlocken. Oder auch nicht. Zumindest ging das mal. Die fressen halt die Leuchtblumen auf, was eigentlich ganz cool ist. Warum ist Tulin eigentlich so insane weak? Au. Wir haben ja nichts zu verschenken, was Sonanium angeht. Also von daher, let's go. Oh, warte, hier liegt noch. Hier liegt noch Stuff rum. Okay. Das bringt mir, glaube ich, nicht so viel, wie ich hoffe. Leider. Vor allem, ich muss ja irgendwie darüber. Das wird, glaube ich, nichts. Kann ich hier... Hier ist bestimmt irgendwo ein Loch, ne? Hier ist zum Beispiel eins. Lass uns nach da gehen, das macht mehr Sinn. Ich will wissen, was da jetzt in den anderen Schatzdingern noch ist. Es gibt theoretisch mehr als 900 Crocs-Samen, aber es gibt immer noch nur 900 Crocs, glaube ich. Also es gibt halt 800 normale und 100 von diesen bringen mich zu meinem Freund Crocs. Und die bringen mich zu meinem Freund Crocs, geben ja 1000, nein, die geben nicht 1000, die geben ja insgesamt 200 Samen. Daher kommst du auf 1000 Crocs-Samen, aber es gibt nur 800. So, ich glaube, da hinten musste ich rein, oder? Genau. Wie gesagt, 1000 Crocs Samen, aber es gibt nur 800. Also so viel wie vorher auch. Das Majoi-Signum brauchst du, um den Bruder von diesem Monster-Dude die zu geben. Der will die haben. Ich hab grad vergessen, wie er heißt. Oh, wie hieß er? Er hatte so einen witzigen Namen. Ich glaube Colton oder so? Kilton? Colton? Der eine heißt Kilton, der andere heißt Colton. Das weiß ich, also so war das, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnt, weil ich dem so ein Ding noch nicht gegeben habe. Ich habe keine Ahnung, was du da kriegst. Der verschwindet halt irgendwann und du musst ihn irgendwie wiederfinden und das habe ich noch nicht getan, von daher kann ich leider nicht so viel zu sagen.
Okay, wo muss ich jetzt Angst vorhaben? Gott, warum kann er den nicht einfach an die Seite machen? So. Ja, ich habe schon gesehen, dass das aufregend wird, auf jeden Fall. Ich dachte, es wäre breit genug, dass der da durchkommt. Warte. Ja, dann auf jeden Fall. Warum kann er die nicht einfach fucking gerade anbringen? Warum ist das so eine Unmöglichkeit, Junge? Holy shit. Mach es doch einfach normal, wie jeder andere auch. Wenn man es erwarten würde, so. Und nicht so mit einer Ecke irgendwo halb ab vom allem, so. Was ist dein Deal, Junge? All I ever wanted, so. All I ever wanted. Well, look at that. Kriege ich das darüber? Nein, na was soll's. Kann ich das bewegen oder so? Nee, ne? Oh, das bewegt sich. Das ist ja funny. Tada! Leider ist die Tasche voll, aber ich glaube, ich kann die hier droppen, weil die sind echt kacke, habe ich gemerkt. Die sind leider richtig doof. Okay, der Dude muss darüber. I learned that. Man kann das hier draufpacken, dann ist das schon mal ein bisschen nicht mehr ganz so nervig. Das ist, glaube ich, okay. Kannst du nicht einfach gerade sein? Tada! So, mein Eindruck ist, ich bin überrascht, dass das Spiel so eine hohe Wertung bekommen hat, ehrlich gesagt.
Also versteh mich nicht falsch, das Spiel ist echt richtig, richtig gut und eine 90er-Plus-Wertung auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber ich bin krass überrascht, dass dieses Spiel bei einer 97% sitzt. Weil es halt dem Vorgänger schon sehr ähnlich ist. Und normalerweise, wenn so ein Nachfolger dem Vorgänger so ähnlich ist, dann hat er normalerweise immer so 2-3 Punkte weniger an der Wertung. Daher bin ich überrascht, dass dieses Spiel so krass gut bewertet wurde einfach. Also es ist gut, aber es ist halt unglaublich derivativ. Das habe ich ja in meinem Review auch schon gesagt. Und je mehr ich spiele, desto mehr merke ich halt, dass es einfach sehr auf dem Vorgänger aufbaut einfach. So das ganze Bauen und so ist halt echt funny. Die Welt zu erkunden macht halt immer noch echt Spaß. Es ist wie gesagt immer noch ein Spiel, wo ich auch sagen würde, eine Wertung zwischen 90 und 95 komplett gerechtfertigt. Aber hier muss man jetzt so eine Diskussion anfangen von wegen, inwieweit kann man ein Spiel besser bewerten, das sich so krass spielt wie der Vorgänger in sehr vielen Bereichen, wenn es aber trotzdem in anderen Bereichen ziemlich verbessert wurde. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich find's schwierig, weil ich will's nicht als schlechter darstellen, als es ist, aber ich will's auch nicht als besser bewerten, als es ist, weil es ist schon so in manchen Bereichen, wo ich mir denke, das wäre schon ganz geil gewesen, wenn sie da einfach noch mehr gemacht hätten. Aber gleichzeitig machen sie in anderen Bereichen halt so krass viel, wo ich mir denke, okay, das ist dann irgendwie wieder ganz geil. Das ist, dieses Spiel zu bewerten, das finde ich recht schwierig tatsächlich. Also es gibt ja drei Maps. Es gibt einmal die hier, das ist vom Layout quasi die gleiche wie in Breath of the Wild, aber es wurde halt super viel Neues gemacht. Also die Schreine stehen halt komplett woanders, die so kleine Details sind halt komplett anders, das ist halt, keine Ahnung, Kakariko halt krass verändert wurde, weil da irgendwie voll viel passiert ist. Hateno hat sich verändert und weiterentwickelt. Das ist jetzt größer als vorher. Da stehen mehr Häuser. Aber da passiert da halt auch Story-Stuff, dass das jetzt anders aussieht. Anscheinend ist einfach beim Todesberg die komplette Lava verschwunden. Weil das fiel mir halt gestern gar nicht auf, als ich hier langgelaufen bin. Aber hier war ja alles voller Lava eigentlich mal. Daher, das ist spannend. Also es passierte schon einiges in dieser Welt hier, wo man sich dann so denken kann, okay, das ist ganz spannend. Aber ja, ach, da will man mal helfen und dann sowas. Work. Diese fetten Waffen sind bei denen einfach echt nicht richtig. Ne, so. Da will man mal helfen und dann wird man so dafür belohnt. Anyway, wo ist das Kreuz? Eins ist hier. Das ist ja relativ nah. Die gibt's auch noch, aber die haben sich jetzt scheinbar einfach krass in den Untergrund verzogen. Daher mal schauen, was da noch rauskommt. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch was, was existiert. So, und das hier und meine Pants und los geht's.
bin erstaunt. Ich bin erstaunt einfach nur. Kann ich davon ein Foto machen? Das war ja auch noch fürs Questen irgendwie wichtig, ne? Ja. Da machen sie es schon besser als in Breath of the Wild. Jetzt drücke ich die ganze Zeit auf den falschen Knopf, um das Ding zu beenden. Den kann ich löschen. So die Frage, wo jetzt hier der nächste Light Drop wäre, ne? Bin ich jetzt nicht eigentlich da, wo es sein... Es ist irgendwie direkt neben mir, aber... irgendwie auch nicht. Hätten wir denn jetzt hier noch so ein Dingens? Irgendwo hier. Ich brauche mehr Licht, glaube ich. Ansonsten sehe ich hier nicht so viel. Dann klettern wir. Los geht's. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht so. Innerlich möchte ich, glaube ich, einfach sagen, es ist halt krass das gute Spiel, aber es kopiert einfach zu viel von Breath of the Wild, als dass es für mich die krass hohe Wertung gerechtfertigen kann irgendwie. Ich habe einfach gehofft, dass sie da mehr Neues machen, als sie letzten Endes gemacht haben. Ob ich da hochkomme? Wir werden sehen. Ja, es ist schon krass, Breath of the Wild 2.0. Wie gesagt, es ist ja nicht so, als ob sie nicht neue Sachen gemacht hätten. Oh Gott. Junge! Und halt der Untergrund ist ganz cool und das mit dem Himmel ist halt ganz cool und das mit dem Bauen ist ganz cool und die neuen Kräfte sind halt ganz cool. Aber ich wünschte, sie hätten irgendwie es anders gemacht, dass man die Herzen und die Ausdauer bekommt. Dass es halt nicht so krass an Schreine schon wieder gebunden ist. Dass man sein Equipment halt nicht wieder über Crocs upgraded. Das ist, keine Ahnung. So die Progression hätte ich mir einfach gewünscht, dass das ein bisschen anders ist. Dass die Story sich halt nicht wieder komplett in der Vergangenheit abspielt und in der Gegenwart halt quasi
du nur so vor dich hinarbeitest, bis du zum Bosskampf kommst, zum Endkampf. Sowas hätte ich mir halt gewünscht, dass das halt nicht wieder so exakt wie in Breath of the Wild ist. Das wäre irgendwie ganz cool gewesen, aber... Was soll's? Oh, sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht fucking hoch, Alter. Okay, ich komme da nicht hoch, weil da eine scheiß Wand ist. Oh mein Gott! Okay, 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 I get it. Wir müssen irgendwie nach hier. Hier wäre dann noch so ein Dingens. Lass doch los, Junge. Oh mein Gott. Ach, verdammt. Genau, dass man halt wieder so Herzen über Sidequests bekommt, damit die auch mal wieder was wert sind. So, das wäre halt voll cool gewesen. Das hätte ich sehr, sehr, sehr gefeiert. Ach, fuck, warte. Die Entwicklungsgeschichte zu dem Spiel würde mich halt auf jeden Fall interessieren. Halt, was haben sie so beibehalten von Breath of the Wild? Warum haben sie die Sachen beibehalten? Was haben sie in den 6 Jahren getan? Sowas halt irgendwie. Ja, runtergebrochen ist es halt meine Beschwerde. Dass halt die ganze Story wieder nur in so Erinnerungs-Cutscenes erzählt wird. So, ich wünschte, das wäre alles ein bisschen involvierter einfach. So, das ist halt meine Aussage essentiell, die ich treffen möchte. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Let's go einfach. Hier, niemand braucht die Zauberstäbe. Maximum Trash. So, warte mal. Gib mir mal Licht. Okay, lass uns ein Auto bauen. Garantiert wird das nicht umfallen und richtig gut funktionieren. So. Let's go. Verdammt. Es hätte ja klappen können. Okay, warte. Da
dann muss das leider anders gehen. Ich hoffe, er fängt nicht an loszufliegen. Das wäre halt echt richtig ätzend dann. Ach, das passt schon. Ich muss quasi in diese Richtung. Siehste, läuft. Oh Gott. Weißt du, ich finde, ich habe immer so gute Ideen und es endet einfach immer in sowas. Ich finde, meine Ideen sind einfach 1A manchmal, aber manchmal endet es einfach so im Desaster, dass ich mir so denke, why? Wie konnte das passieren? How could this happen so? Junge, hier gibt's voll den guten Kram, was ist los? Ich drehe durch. Das macht mir ein bisschen Angst, was auch immer da gerade passiert. Das sieht nicht gut aus. What the fuck? War das nicht der Dude, wo man die ganzen Wasserdinger gegenschießen musste? Sekunde, Sekunde. Ja, natürlich geht die fucking Kraft des Master Schwerts genau dann zur Neige, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Blach, was soll's. Wir haben das hier. Vielleicht sollte ich mir kurz noch zusätzliche Kraft holen. Mein Bogen ist auch kaputt gegangen. Es wird ja immer besser. Ich hab ihn schon getroffen, oder? Geht doch. Ah, verdammt. So. Jetzt geht's ja jetzt richtig los.
By the way, work on mein fucking Master-Schwert, dass es einfach in dem scheiß Bosskampf natürlich kaputt gegangen ist. Hab ich nicht. Oh, ich habe hiervon einfach eine Million, also von daher, was soll's. Ich check grad nicht, wie ich ihn nochmal treffen soll, Alter. Ach, diese großen Waffen sind einfach so fucking langsam. Oh Junge, das macht ja gar keinen Schaden hier. Holy shit. Die macht nichts Schaden. Warum habe ich keine fucking Waffen? Oh mein Gott. Das ist ja widerlich, Mann. Okay, holy shit, das kann ich so nicht weitermachen. Ich brauche irgendwas, was Damage macht hier. Das ist ja ekelhaft. Hier. So. Ich habe keine Pfeile mehr. What the fuck? Was ist das? Ja, das schaffe ich nicht, glaube ich. Ich schaffe das definitiv nicht mit Cylons Kraft alleine, Mann. Er hat auf jeden Fall auch gefühlt echt richtig krass mehr HP, so. Also entweder das oder ich habe ultra reingehauen das letzte Mal. Ich wünschte, er würde sich schneller aufladen. Das wäre mein Traum.
Also, das ist es doch zu schaffen, aber ey, es dauert ja richtig lange jetzt. Oder auch nicht. Ist, dass du diese Kräfte aktivieren musst, indem du mit den Dudes redest, essentiell. Das ist so unglaublich nicht intuitiv. Das ist auch noch weg, Junge! Was ist das? Warum ist deine Kraft so dumm? Holy shit! Diese ganze fucking Geschichte, die hier gerade passiert. Es ist so bad. Oh mein Gott. Und es hört nicht auf. Es wird nur noch schlimmer. Ja, das ist schon wieder Lost Cause hier. Du triffst ihn halt auch nicht. Wie sollst du ihn treffen? Oh mein Gott, das ist nicht wirklich so. Was für eine dumme Timing-Scheiße ist das? Holy shit, Junge. Meine Güte, ey. Holy shit. Wie unfassbar bad das war. Da ist besser jetzt was richtig Geiles drin. Ansonsten bin ich halt mega pissed, dass ich diese ganze Kacke gerade... Dass ich ja meine kompletten 900 Pfeile daran verschwendet habe. Oh, geh ein, Alter. Blech. Meme Master Roo, gern geschehen. Es freut mich, dass du direkt mit so einem guten Spiel angestiegen bist. Also mit so einem guten Let's Play. Das war für damalige Verhältnisse, war das schon echt funny. Okay, jetzt habe ich Licht gemacht, aber es hat das falsche Ding verbunden. Muss ich das da machen? Scheinbar schon, möglich. Man ist sich nicht sicher. Ich werde niemals den blauen Dude da wegkriegen. Geht auch. Okay. Ich muss jetzt zum Gelben und das da nochmal probieren. Ich hoffe, der Dude hält einfach 200 Pfeile oder so. Nein, tut er nicht. Ha, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Zeit, dass ich einen Haufen einkaufen gehe.
So, jetzt bin ich frustriert und muss Frustrationskauf machen. Das fühlt sich gut an. Damit bin ich sehr happy gerade. Das gute alte New Leaf Let's Play, Mann. Wie das auch einfach runterfällt, so. Jetzt kommt die Bitch natürlich wieder, ne? Fuck off, Mädchen. Keiner mag dich so. Das hier ist sehr gefährlich, möchte ich mal so anmerken. Das sieht halt echt nicht gut aus, so. Oh Gott. Ach stimmt, ich habe ja keine Pfeile mehr. Der große Kurga scheint in letzter Zeit mit allen Kräften nach etwas zu suchen, was er eine irre, wahnsinnige Macht nennt. Wer diese Macht besitzt, soll Fahrzeuge wie wir... Okay, ja, okay, okay. Das wissen wir ja nun bereits. Das ist ja nun keine neue Nachricht. Nee, warte. Zufälligerweise habe ich hier noch was ich werfen könnte. Zum Beispiel unter anderem, aber nicht limitiert auf. Aber ich glaube, es funktioniert gar nicht, oder? Okay, das hat geklappt. Ich wusste gerade nicht, ob ich die Bomben hätte werfen können und ob sie dann explodiert wären. Daher habe ich lieber das gemacht, aber es hat ja funktioniert. Aha. Hier kriegen wir also die ganzen Baupläne her. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Wann habe ich den zweiten Tempel gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist auch schon ewig her. So, damit kann ich schon wieder ein bisschen mehr anfangen. Das hier sieht aus wie ein richtig fettes Schlachtfeld. Autsch, aber okay, fair. Ich hätte nicht gedacht, dass das halt so krass gigantisch hier unten ist. Aber es ist ja halt echt von der Größe her... Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
von der Größe her so groß wie die Hyrule Map da unten. Komme ich hier einfach durch? Sehr schön. Hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. By the way, das hier sieht sehr sassy aus. Ich weiß nicht, wo das ist, aber vielleicht muss ich da gleich auch nochmal vorbeischauen. Rauszufinden, wo mich das hier hinbringt. Ich bin kein Fan davon, dass es 25 Grad sind. Oh mein Gott. Ich krieg die ganze Zeit so Hitzeflashes und die fühlen sich wahnsinnig widerlich an. Oh Mann. Bläh. Einfach nur. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Bereich ausleuchten soll, wenn da keine... Wenn da keine Schreine sind, so. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. By the way, Bombenblumen hier unten. Ohne Ende. Ohne Ende. Oh, 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 guck mal, guck mal, guck mal, guck dir dieses wundervolle Geschöpf an. Und zufälligerweise kann ich die Kamera nicht ausmachen, aber ich habe mein Masterschwert und ich habe doch garantiert noch irgendwas, was ich damit fusen kann. So. Okay, mein Dude. Wow, er hat einfach irgendwas Gelbes. Ach, er hatte so einen Panzer. Das ist ja richtig funny. Wirklich, ey, dieses Schwert hält nichts aus in diesem Spiel. Was ist denn da los? Das ist ja total useless, Alter. Das ist ja schlimmer als in Tears of the Kingdom, nee, als in Breath of the Wild, Mann. Ah, jetzt sterbe ich gleich. Ah, fuck, ich kann nichts dagegen tun. Sad life einfach. Tulin einfach MVP. Holy shit, let's go. So, wo komme ich jetzt hier hin? Ich habe es gerade schon mit einem Leuendings gedingst. Wie heißt es? Synthetisiert. Es ist trotzdem nach 15 Schlägen kaputt gegangen. Weak shit einfach.
Ich meine, ist cool, dass man hier nach oben kommt. Damit habe ich nicht gerechnet, aber das war halt nicht so wirklich meine Intention. Daher kann ich jetzt wieder nach unten gehen. Das waren Leune. Okay, warte. Einfach damit ich... weiß. Das eine ist hier. Das andere ist hier hinten. Schauen wir mal, wo ich hier hin muss. Das hier sieht ja schon mal vielversprechend aus, wenn hier so eine Dingsbums-Seelen drauf sind. So. Und dann weiter nach hier. Und dann ist es scheinbar da unten. Ich habe ja wieder Dingens. Wie heißt es? Pfeile. Von daher. Ist ein bisschen ätzend, aber das hier ist nicht so ätzend. Vielleicht sollte ich fix noch was zu mir nehmen. Wäre schon echt richtig kacke gewesen, wenn ich jetzt, krass. Diara, danke für 2 verschenkte Subs. Also wäre schon kacke gewesen, wenn ich jetzt in so einem Bokoblin gestorben wäre. Bomben, oder? Scheinbar schon. Okay, ich check nicht ganz. Ah ne, es muss noch. Ich bin noch gar nicht da. Ich muss noch weiter eigentlich. Ups. Es ist anscheinend hier unten. Ah, da ist sogar das Kreuz. Das hier ist es ja auch nicht.
da ist es. Das war jetzt schwerer zu finden, als man dachte. Hallo Jora, was geht ab? Ach du Kacke, jetzt habe ich das doppelt. Oder? Nee, ich habe das noch gar nicht. Witzig. Okay, das hätten wir schon mal. Dann bin ich jetzt gespannt, was mich auf dem anderen Ding hier erwartet. Hallo! So, auf eBay wird gerade eine Breath of the Wild Collectors Edition versteigert, aber das geht noch 3,5 Stunden, daher ist es mir noch egal. Midori, danke für dein Sub. Okay, da komme ich eh nicht hin, da muss ich schauen, wie ich, ob hier irgendwo irgendwas ist. Hier sind keine Löcher, kann das sein? Ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich von hier hinten hier runterlaufe. Das ist never ever so. Okay, dann machen wir das halt wann anders. Das dauert mir dann doch ein bisschen zu lange. Hier ist ja auch noch was. Das sieht machbarer aus, weil ich meine, hier ist tatsächlich auch irgendwo ein Loch wieder. Hier ist auf jeden Fall eins, aber ich weiß nicht, wie das mit dem Fluss aussieht. Schauen wir mal nach, gehen wir mal hin. Ich bin auch absolut kein Fan von den Schreien, die in den Höhlen versteckt sind. Bin ich gar kein Fan von, finde ich ganz furchtbar. Ich lebe dafür, keine Schreine mehr in Höhlen zu haben. Nintendo, bringt ein Patch raus, dass die Schreine über der Erde sind, nicht unter der Erde. Pretty please. So, schauen wir mal, was da jetzt unten ist. Das sieht schon mal gut aus. Naja, vielleicht auch nicht so. Okay, ich schaue nach hier unten und ich sehe spontan, dass da hinten auf jeden Fall was Vielversprechendes sein könnte. Ist das vielleicht cool? Nee, das ist nicht cool. Ich muss eigentlich auch in die andere Richtung. Daher packe ich da schon mal mein Dingens hin. Oh Gott, ich bin so hin und her gerissen, wo ich hin möchte. Eigentlich möchte ich nach hier. What? Okay, klettern wir halt kurz. Das ist in Ordnung. Naja, was soll's. Ich schätze mal, ich muss dann hier so rum, ne? Okay. Okay, okay. Hiermit kann ich arbeiten.
Jetzt nur die Frage, wie komme ich zu diesen Schreien, damit sie mir Licht machen? Plus, wie komme ich zu diesem Dingens da vorne? Ich glaube, ich laufe einfach. Es geht einfacher. Hoffe ich. Vielleicht sollte ich doch meine Ballonlichthose anziehen. Auch wenn sie nur ein bisschen Licht macht. Ich habe auch so einen Lichttrank, oder? Leuchtmedizin. Ah, guck mal. Und schon leuchte ich noch mehr. Kann ich auch meine alte Hose wieder anziehen? Fühle ich mich einfach wohler mit. Oh, das ist nice. Okay. Wir haben es fast. Okay, das sieht jetzt nicht so super vielversprechend aus. Ah. Jetzt komme ich da nicht rein, oder? Weil das ist jetzt alles versperrt hier, dass ich da schon komme. Ich dachte, das hier wäre eine Open World. Warum sind hier die ganze Zeit die Wände versperrt und die Wege versperrt? Herr Rosarium. Oh Gott. Okay, es ist ein Reiseschwert. Das ist jetzt nicht so bombastisch.
Das fände ich halt witzig, weil auf der Map habe ich zumindest gerade spontan kein Loch gesehen, das irgendwie... halt dahin leiten könnte, wo ich hin möchte. Halt, ich sehe jetzt schon kommen, dass hier wieder so eine fette Wand ist, welche irgendwie verhindert, dass ich jetzt nach hier komme. Als ob ich es nicht gesagt hätte. Vielleicht kann ich einfach rüberklettern. Vielleicht geht das wirklich. Warte mal. Okay, das ist auf jeden Fall zu erreichen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber man kann es ja mal probieren. So. Da muss ich jetzt ein Feuer reinlegen eigentlich, ne? Warte mal. Wie ging das nochmal? Ich brauche doch nur ein bisschen Holz. Dass da kein Lagerfeuer draus wurde, ne? Finde ich krass irgendwie. Okay, holy shit, ich muss nach da oben, um den Dings auszulösen. Mach mal Licht hier. Okay, das hat nicht so viel Licht gemacht, wie ich gehofft habe. Bin da mal so frei? Das bisschen Fire Damage nehme ich mit. Jetzt kann ich gleich einfach das kleine Motorrad hier nehmen. Ja, voll gut. So eine Bauteile sind hier unten zwar recht oft zu finden, aber an der Oberfläche sind sie jedoch ausgesprochen rar und kostbar. Nur das Dorf Taburasa stellt eine Ausnahme dar. Dort sollen viele Teile vom Himmel gefallen sein. Ob darunter auch Varianten sein könnten, die wir noch gar nicht kennen? Wir müssen sofort einen Beobachtungstrupp losschicken. Was mag die Bewandtnis dafür sein, dass Taburasa so reich mit den kostbaren Stücken gesegnet ist? Sehr eigenartig. So strange. Oh Gott. Alles, was ich brauche, ist sowas wie eine gute Kameraperspektive. Das wird mir alles nicht gegönnt hier. Sekunde. Aber das Ding ist cool. Prinzipiell eigentlich schon ganz funny so. Da
Das Spiel ist super. Ich mag es sehr gerne. Ansonsten, ich habe eine Review auf meinem YouTube-Kanal, die 40 Minuten lang ist. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Da gehe ich sehr, sehr ins Detail, was mir so gefällt, was mir so nicht gefällt. Okay, warte. I get it. Das hier ist übelst witzig, was auch immer hier passiert. Das geht doch bestimmt instant unter. Ah ja, das war schon richtig so. Na bitte. Auf geht's. Sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das erreichen, aber ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben. So, ist mein Dude noch hier? Mein Dude ist noch hier. Dann, Frage Nummer 2. Ach, das ist auf dieser Kackinsel. Das heißt, ich bin hier tatsächlich nicht richtig. Weil ich glaube, diese Inseln haben nochmal so ein eigenes Loch irgendwo, oder? Oder auch nicht. Ich dreh durch. Das ist auf jeden Fall suspicious. Daher, vielleicht muss ich doch nach hier oben. Oh, Kina. Kina, Kina. Ich sag nur Kina. Es ist doch nicht... Kina so. Es ist... Kina. All I want. Ich will doch nur Spaß haben. Warum wird mir das nicht gegönnt? Oh, come on. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer fucking Ernst, dass es jetzt anfängt zu regnen, Alter. Bro, nee, da gehe ich wieder Untergrund. So, fuck this, I'm out of here. Was soll's, I don't care. Wo gibt's geilen Shit hier, wo ich irgendwas machen kann? Ich hätte es gesagt, lass mal die Magierstatuen suchen, wir sind ja auch überall. Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Ich habe 1000 von diesen Sonar-Dingern. Ich gehe mir neue Batterien holen. Time to get some batteries, bitch. Ich habe lang genug gegrindet. Ich will ein paar Früchte sehen hier. Ich will ein bisschen sehen, dass ich hier was geschafft habe. So, ja, das möchte ich. Ich kann mir einfach 9 Batterien mit dazu holen. Holy shit, los geht's. Oder eher so 9 Batterieteile, nicht 9 Batterien. Tada! Ah, oh, seht euch das an. Übelst gut. Poof!
Ey, das Duplizieren ist so einfach geworden in diesem Spiel. Das ist total angenehm. Hier, wollen wir die? Hier, das hier. Ah, nee, kann ich gar nicht. Also ja, könnte ich, aber ich müsste das irgendwie ans Ende der ganzen Geschichte hier kriegen. Und das wird wieder schwieriger, als man annehmen möchte. Aber es ist so schön einfach geworden. Guess who's rich now? Ja, du kannst ja auch einfach Diamanten wegwerfen, so. Das ist ja auch... Oder hier, keine Ahnung, weißer Leune, Säbelhorn in die Hand. Hau raus. Weg, 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 weg. So. Warte, wie ging das nochmal? So. Das da und... Ah ne, das war doof. Den nicht in die Hand. Lass mal lieber... So... Nein, sowas in die Hand nehmen. Hat leider nicht geklappt. Ich brauche irgendwas, was ich nur einmal habe. Ich habe alles 1000 Mal. Das ist leider ein bisschen doof. Ups. Yeah. Also, ob so. Ach nee, ich glaube, das, was ich kopieren möchte, muss ich als zweites dann wieder drin haben, oder? So. Aha, na bitte. Sick. Aber ja, ist schon ein gutes Ding. Success! Tada! Ey, das ist schon, das macht schon Spaß, so. Das macht schon Spaß, kann ich nichts gegen sagen. Kann ich schon nichts gegen sagen. Aber jetzt, wo die Dinger da unten sind, müsste ich die ja theoretisch auch duplizieren können, oder? Warte mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Auf jeden Fall. So viel dazu. Ich muss mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da.